Er war direkt krank vor Sehnsucht, wandte den Kopf nach mir um. »Kommt sie oder kommt sie nicht?« »Sie kommt, sie kommt«, erwiderte ich. Einmal gab er den Posten auf, kam zu mir heran, legte seine Pfoten auf meine Knie und ich küsste ihn. Wie wenn er zu mir sagte, »Sage mir doch die Wahrheit, ich kann alles hören.« Um 10 Uhr begann er zu jammern. Da sagte ich zu ihm, »Ja, glaubst du, mein Lieber, dass mir nicht bange ist? Man muss sich beherrschen.« Er hielt aber nichts auf Beherrschung und jammerte. Dann begann er leise zu weinen. »Kommt sie oder kommt sie nicht?« »Sie kommt, sie kommt!« Er legte sich nun ganz platt auf den Boden hin und ich saß ziemlich zusammengebückt auf meinem Sessel. Er jammerte nicht mehr, blickte zur Eingangstüre, während ich vor mich hinsah. Es war 12. Da kam sie. Mit ihren süßen, sanften, gleitenden Schritten kam sie, ganz ruhig und gelassen, begrüßte uns in ihrer milden Art. Der Pudel jauchzte, sang und sprang. Ich aber nahm ihr den seidenen Mantel ab und hängte ihn an den Haken. Dann setzten wir uns. »War ich bange?« sagte sie. »Wie wenn man sagte, wie befinden Sie sich, mein Bester, oder Ihr ergebener NN?« Dann sagte sie, »Oh, im Theater war es wunderbar.« Ich aber fühlte Sehnsucht, Sehnsucht, die du aus den Herzen der Menschen und der Tiere strömst und strömst und strömst. Wohin begibst du dich denn? Verflüchtigst dich vielleicht ins Weltall wie Wasser in Wolken? Wie die Luft von Wasserdunst erfüllt ist, muss die Welt von Sehnsuchten erfüllt und schwer sein. Die kamen und keine Seele fanden, die sie aufnahm. Was geschieht mit dir, Bestes, Zartestes im Leben, Sehnsucht, wenn du nicht auf Seelen triffst, die dich in sich einsaugen, gierig, dich verwerten zu eigener Kraft? Sehnsucht, Sehnsucht, die du von Mensch und Tier ausströmst in die Welt, ausströmst, ausströmst. Wohin begibst du dich denn?